Liebe Freunde des Wortes Gottes, wir kommen nun in der Reihe Lehre aus dem Wort Gottes, Gerichte in der Offenbarung zu 021, die Ewigkeit. Es gibt auch wieder einiges aufzunotieren. Wenn ihr Bleistift und Papier noch nicht habt, unterbrecht rasch das YouTube. So. Die Ewigkeit. Das Gericht am großen, weißen Thron. Erstens, dieses Gericht ist nicht identisch mit dem Gericht über die lebenden Völker am Anfang des tausendjährigen Reiches. Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Diese Gerichte sind in den Eingang des tausendjährigen Reiches. Das Gericht am großen weißen Thron folgt dem tausendjährigen Reich. Es ist direkt anschließend Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Zweitens, diesem Gericht geht die Auferstehung der Unerlösten, die zweite Auferstehung voraus. Offenbarung 20, Verse 12 bis 13. Vergleiche Daniel 12, Vers 2, Johannes 5, Vers 28 bis 29. Wir lesen jetzt Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen. Und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gab die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet nach seinen Werken. Man sieht also, vor dem großen weißen Thron sind alle verloren, weil sie gerichtet werden nach ihren Werken. Wir Erretteten werden nicht gerichtet nach unseren Werken, sondern nach dem Werk Jesu Christi. Bitte lest auch noch Daniel 12, 2, Johannes 5, Vers 28 bis 29. Drittens, die Menschen, die vor diesem Gericht erscheinen, sind alle unerlöst. A. Sie hatten nicht Teil an der ersten Auferstehung. Offenbarung 20, Vers 6. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. B. Sie werden gerichtet nach ihren Werken. Werke reichen jedoch nie aus, um erlöst zu werden. Das sieht man zum Beispiel bei der römisch-katholischen Hurenkirche. Die werden alle gerichtet nach ihren Werken. Oder Islam. Die werden gerichtet nach ihren Werken, prinzipiell. Und wer in diesen Systemen drin ist und sich nicht herausbekehrt zum Herrn Jesus Christus, kommt vor den großen weißen Thron mit der Folge ewiger Feuersee in der Hölle. Bei der Berücksichtigung der Werke geht es also um die Zumessung der Strafe, die verschieden sein kann. In der Hölle haben alle Feuer und kein Wasser, aber es wird unterschiedlich geschlagen. Offenbarung 20, Vers 12. Vergleiche mit Matthäus 11, Vers 20 bis 24. Lukas 12, Vers 47 bis 48. Römer 2, Vers 5 bis 6. C. Obwohl es Unterschiede in der Bestrafung gibt, gehen alle, die vor diesem Gericht erscheinen,
in die ewige Verdammnis. Offenbarung 20, Vers 10 und 15. Vergleiche Offenbarung 19 bis 20. 19, Vers 20. Matthäus 18, Vers 8 bis 9. Markus 9, Vers 47 bis 48. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Macht das so wie ich, macht Kettenangaben in eurer Bibel, lest diese Bibelstellen nach und nach wird das vom Kopf ins Herz wandern. Sprecht darüber mit anderen, sobald man sich austauscht über das Wort Gottes, verfestigt sich das Wort Gottes in Geist, Seele und Leib, möchte ich fast sagen. Lest dazu den Gedankengang aus Malachi 3, Vers 16. Die ewige Verdammnis, neuer Titel, die ewige Verdammnis. Neutestamentliche Begriffe für die ewige Verdammnis. Das am häufigsten gebrauchte Wort ist Verdammnis. Dieses Wort wird in den folgenden Schriftstellen verwendet. Matthäus 7, Vers 30. Matthäus 7, Vers 13, Johannes 17, Vers 12, Römer 9, Vers 22, Philipper 1, Vers 28, Philipper 3, Vers 19, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, 1. Timotheus 6, Vers 9, 2. Petrus 2, Vers 1 und 3 und 3, Vers 7, und 16, Hebräer 10, Vers 39, Offenbarung 17, Vers 8 und 11. Ich zeige euch nun mal, wie wir das mit der Clever Studienbibel finden. Wir schreiben da Verdammnis. So. Und dann haben wir alle Stellen, wo das Wort Verdammnis vorkommt. Wir können dann auch dieses geniale Teil einschalten, nämlich die Strong-Bibel, klicken da drauf und dann sehen wir, was das heißt. Katakrima. Katakrima. Verdammnis. Katakrima. Es kann auch mal sein, dass ein anderes Wort gebraucht wird. Katakrisis. Oder auch das ähnliche Wort Apoleia, zum Beispiel in Matthäus. Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Gut. Zweitens, Verderben. Dieses Wort wird in den folgenden Schriftstellen gebraucht. 1. Thessalonicher 5, Vers 3, zeige ich rasch, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da haben wir ein anderes Wort, Oletros, Verderben. Dieses Wort kommt noch vor im 2. Thessalonicher 1, Vers 9 und 1. Timotheus 6, Vers 9. Ihr seht also, wenn man Verdammnis oder Verderben eingibt, dann kann man, wenn man dann durchklickt mit der Clever Studienbibel, sehen, dass verschiedene griechische Worte zum selben deutschen Wort führen können. Dann kann man auch, wenn man Zeit hat, untersuchen, warum das so ist. Das ist wieder ein spezielles
Studium. Drittens, Leiden des ewigen Feuers, das haben wir im Judas Vers 7. Dann haben wir noch einen speziellen Ausdruck, Offenbarung 19. Den werden wir auch rasch vorlesen. Offenbarung 19, Vers 20. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen, die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also dieses Gericht hier in dem ewigen Feuersee, das sehen wir deutlich in Offenbarung 19, Vers 20. Derselbe Ausdruck kommt vor in Offenbarung 20, Vers 10, Offenbarung 20, Vers 14, Offenbarung 20, Vers 15, Offenbarung 21, Vers 8. Also den Feuersee. Das ist ein zusammengesetztes Wort, Limne und Feuer, Pyr, Pyros, Pyr, Feuer, Feuersee. Man sagt dem auch natürlich Hölle, aber man kann das auch deutlicher sagen. Aber das Wort Hölle, jetzt schauen wir mal Markus 9. Markus 9. Jetzt sind wir am Ende. Und wenn deine Hand dich ärgert, so haue sie ab. Es ist dir besser, als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle. Schauen wir mal, das ist jetzt Gehenna. Das ist jetzt Gehenna. Man muss aufpassen, genau übersetzt Luther hier im Fall nie, weil Luther, der war nur so ein halbbatziger Griechischkenner, der hat direkt Worte und Sinne verwechselt. Aber Schlachter und Elberfelder sind da zum Beispiel genau. Also da die Gehenna, das wird dann mit Hölle übersetzt. Das ist die Gehenna, das könnt ihr nachschauen, was das war. Das war nämlich die Abfallgrube vor Jerusalem. Und darum haben wir das Bild davon. Die Hölle ist in das ewige Feuer, Markus 9, Vers 43, Lukas 3, Vers 17. Diese Abfallgrube vor Jerusalem brannte immer. Darum ist sie ein Bild auf das ewige Feuer. Dann haben wir noch Feuerofen, Matthäus 13, Vers 42 und 50. Dann noch einen speziellen Ausdruck, den kann ich vielleicht auch erst zeigen. Matthäus 5, glaube Vers 22. Jawohl. Ich aber sage euch, dass ein jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sei. Wer aber irgend seinem Bruder sagt Racker, das ist ein Schimpfwort, dem Synödrium verfallen sein wird. Wer aber irgend sagt, du bist Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Da seht ihr, da haben wir einen Doppelausdruck, Gehenna und Pyr, der Hölle des Feuers, höllisches Feuer. Dann haben wir die Feuerflammen, 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Ich zeige euch einfach, wie schön, wie hilfreich diese clever Studienbibel ist, um solche Wörter dann zu memorisieren. 2. Thessalonicher 1, Vers 8.
flammendem Feuer, Phlox. Und da ist wieder klar. Phlox, Feuer, flammendes Feuer. Doppelter Ausdruck. Jetzt diktiere ich nur noch. Neuntens, Vergeltung. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Zehntens, finstere Höhlen. 2. Petrus 2, Vers 4. Elftens, die gefallenen Engel werden in ewigen Ketten behalten. Judas 6. Abgrund. Offenbarung 9, Vers 1 und 2 und 11. Offenbarung 11, Vers 7, Offenbarung 17, Vers 8, Offenbarung 20, Vers 1 und 3, Finsternis, Matthäus 8, Vers 12, Matthäus 22, 13, Matthäus 25, 30, 2. Petrus 2, Vers 17, Judas 13, Nächster Ausdruck, 14. Tod, der zweite Tod, Römer 5, 21, Römer 6, 16 und 21 und 23, Römer 8, Vers 2 und 6, Offenbarung 1, Vers 18, Offenbarung 2, Vers 11, Offenbarung 20, Vers 6 und 14, 15. Heulen und Zähneknirschen, Matthäus 8, Vers 12, Matthäus 13, Vers 42 und 50, Matthäus 22, 13, Matthäus 24, 51, Matthäus 25, 30, Lukas 13, 28, dann die Hölle, der Ort der ewigen Verdammnis. Diese Stellen hatten wir, glaube ich, schon gelesen, aber ich sage es nochmal. Matthäus 5, 22 und 29 und 30, 10, Vers 28, 18, Vers 9, 23, Vers 15 bis 33, Markus 9, 43 und 45 und 47. Hoffentlich ist das nicht zu schnell gewesen. Lukas 12, Vers 5, Jakobus 3, Vers 6. Wenn ich zu schnell war, ungeniert schreiben. Ich sende euch dann die genauen Verse ausgedruckt per E-Mail. 17. Gericht. Matthäus 10, Vers 15. Matthäus 11, 22. Hebräer 9, 27. 18. Verloren gehen. 1. Korinther 1, 18. 1. Korinther 15, 18, 2. Korinther 2, Vers 15, 2. Korinther 4, Vers 3, 2. Thessalonicher 2, Vers 10, Johannes 3, Vers 15, Johannes 10, 28. Gefängnis, 1. Petrus 3, 19, Offenbarung 20, Vers 7. Qual, Lukas 16, Vers 23 und 28. Zorn, Römer 2, Vers 5 und 8. Römer 9, 22. Epheser 2, Vers 3 und 5, Vers 6. 22. Wehen. In Bezug auf verloren gehen wird das Wort Wehe gebraucht. Zu Punkt 22. Wehe. In Bezug auf die Verlorenen wird das Wort Wehe gebraucht. In Matthäus 11, 21, 18, 7, 23, Vers 13, 16, 23, 25, 27, 29, 26, Vers 24, Markus 14, 21, Lukas 6, 24 bis 26, 10, Vers 13,
11, Vers 42 bis 47, ja, der einige Male. Und dann 52 und 22, 22. Zeigt das mal, Lehe. Genau, da gibt es eben relativ viele. Aber wir wollen nur Neues Testament. Nur Neues Testament. Uai, uai, wehe. Fast schon wieder Weheruf, uai. Okay. Dann zum nächsten Titel. Jesus beschreibt die Hölle, das Verlorensein ausdrücklich, eindrücklich. Erstens. Die Hölle ist ein Ausgestoßensein. Matthäus 7, 23. 8, Vers 12. 22, 13. 25, Vers 30 und 41. Die Hölle ist ein Ort von Heulen und Zähneknirschen. Lustigerweise hatte da Luther. Ja. Lassen wir es, aber er schreibt dann von Zähneklappern. Matthäus 8, Vers 12, 13, Vers 42 und 50, 22, Vers 13, 25, Vers 30. Drittens, die Hölle ist ein Ort, in den Seelen und Leib, Auferstehungsleib, verdammt werden. Matthäus 5, Vers 29 bis 13, bis 30. Matthäus 10, Vers 28. Die Hölle ist ein Ort des Feuers, Qual. Matthäus 5, 22. 13, Vers 42. 50, 25, Vers 41. Die Hölle ist ein Ort der Finsternis. Matthäus 8, Vers 12 und 22, 13. Sechster und letzter Punkt. Die Hölle ist ein Ort der unendlichen, unaufhörlichen Qual. Matthäus 25, Vers 41 und 46. Markus 9, Vers 42 bis 48. Jesaja 66, Vers 24. Wenn man das alles so liest, dann sehen wir, warum wir auch eine Aufgabe haben an den Verlorenen. Wir sehen den Schrecken, den ewigen Schrecken für solche, die keine Sündenvergebung haben, weil sie ihre Sünden nicht bekannt haben. Ja, und wir kommen nachher zu Punkt 022, 022, das ewige Leben.